Ich bin ein ganz normaler Arbeiter in der Mitte meiner 20er. Eines Tages zeigte mir ein Arbeitskollege ein Video, welches mein Leben komplett veränderte. Lasst mich mit meiner Geschichte beginnen. Also, man könnte schon sagen, dass er eine Art Freak war. Er speicherte häufig bizarre Videos, die er im Deep Web gefunden hatte, nur um sie mir dann zu zeigen. Zunächst war ich wirklich geschockt, dass diese Dinge real waren. Allerdings merkte ich, wie die stimulierenden Elemente der Videos mich zu interessieren begannen. An einem typischen Wochenende, ich war gelangweilt und hatte nichts zu tun, loggte ich mich auf einer Deep-Web-Seite ein. Dort schaute ich einige grauenvolle Fotos und Videos an. Eines von ihnen lud ich herunter. Bis heute hat es mich traumatisiert und ich muss immer wieder daran denken. In dem Video saß ein Mann auf dem Boden. Seine Arme und Beine waren gefesselt und ein weiterer Mann stand vor ihm. Ich konnte sein Gesicht aus dem Winkel des Videos nicht erkennen. Der Mann trug einen schwarzen Anzug und murmelte etwas. Er sprach eine Sprache, die ich nicht verstand. Er schien jedoch direkt mit dem Mann auf dem Boden zu sprechen. Kurz darauf verließ er das Sichtfeld der Kamera. Als er zurückkam, hielt er einen Eimer in den Händen. Er kippte eine Art Flüssigkeit über den Mann auf dem Boden. Dann drehte er sich um und gestikulierte. Was ich dann sah, war grauenvoll. Wie aus dem Nichts kamen drei Hunde angerannt und griffen den Mann sofort an. Ich bin mir nicht sicher, doch für mich sahen sie wie Wölfe aus. Die Szene der drei riesigen Hunde, wie sie sich auf den Mann stürzten, war klar auf dem Bildschirm zu erkennen. Diese verstörenden Bilder hielt ich nicht länger aus und schloss sofort die Seite und schaltete den Computer aus. Beinahe musste ich mich übergeben. Mein Herz schlug panisch. Ich bin mir sicher, dass es echt war. Kein gefälschtes Video oder ein Film. So etwas hatte ich in meinem Leben noch nie gesehen. Der Schock hielt noch einige Tage an. Die Bilder hatten sich in mein Hirn gebrannt und ließen sich nicht mehr verdrängen. Seit diesem Tag habe ich das Deep Web nicht mehr besucht und konnte den Vorfall so langsam vergessen. Einige Tage später öffnete sich ein Pop-Up-Fenster auf meinem Desktop. Wenn du leben willst, überweise $6,666 auf das Konto unten. Wenn du das Geld nicht sendest, werden wir dir dasselbe antun wie dem Mann im Video. Wir wissen, wo du wohnst. Ich glaube, durch meinen Download des Videos konnte mein Computer gehackt werden. Verdammt, ich war damals wirklich verstört. Gleichzeitig versuchte ich mich zu beruhigen und stellte mir vor, es sei nur ein Streich. Nur Idioten verlieren ihr Geld wegen solchen Dingen. Diese Leute können nicht wissen, wo ich wohne. Und sie werden mich nicht verletzen. Erneut schaltete ich den PC ab und versuchte nicht mehr darüber nachzudenken. 3 Tage vergingen und nichts weiter passierte. Na klar, es war nur ein Streich. Ich war erleichtert. Als ich an diesem Tag von der Arbeit nach Hause kam, lagen 3 riesige Hundehalsbänder vor meiner Tür. Daneben lag eine Notiz mit folgendem Inhalt. Meine Hunde verhungern. Ich begann heftig zu schwitzen. Wie konnten sie wissen, wo ich wohne? Ich schaltete sofort den Computer ein und fand eine weitere Nachricht auf dem Desktop. Wenn du das Geld nicht heute noch versendest, wirst du unser nächstes Opfer. Ich war verängstigt. Also schickte ich ihnen alles, was ich angespart hatte. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich nicht die Polizei gerufen habe. Ich konnte es einfach nicht. Ich fühlte mich einfach, als würden sie mich konstant beobachten. Vor dem Fenster gingen Passanten, die ich noch nie zuvor gesehen hatte, mit riesigen Hunden spazieren. Es war eigentlich ein ganz normaler Tag. Ich hätte mir genauso auch nichts aus der Drohung machen können. Doch ich hatte extreme Angst. Am Tag, nachdem ich das Geld gesendet hatte, erhielt ich eine weitere Nachricht. Das Geld reicht nicht aus, um meine verhungernden Hunde zu füttern. Ich hatte kein Geld mehr. Und ging außerdem davon aus, dass sie sowieso nicht von mir ablassen würden. Also erzählte ich alles der Polizei. Ich wurde weiterhin konstant bedroht und war verstört. Doch glücklicherweise passierte nichts weiter. Einige Zeit später rief die Polizei an und erklärte mir, die Täter seien verhaftet worden. Ich beschloss, zur Wache zu gehen und sie zu treffen. Ich war überrascht, als ich 2 junge Männer in ihren frühen 20ern sah. Ich hatte das Gefühl, es seien nicht die Männer aus dem Video. Sie sahen einfach aus wie 2 junge Nerds, die viel Zeit vor dem PC verbrachten. Ich war so aufgewühlt. Ich konnte nicht glauben, dass ich auf diese Typen reingefallen war. Nach einiger Zeit wurde der Fall abgeschlossen und ich konnte zu meinem normalen Leben zurückkehren. Etwas später kontaktierte mich jedoch unerwartet die Polizei. Sie erklärten mir, dass die Hacker plötzlich verschwunden seien. Sofort kamen mir negative Gedanken. Nur um sicher zu gehen, loggte ich mich erneut ins Deep Web ein und fand ein neues Video.
Sobald ich es angeklickt hatte, sah ich, wie diese Hacker sich inmitten von diesen riesigen Hunden befanden. Nach diesem Tag entsorgte ich den Computer, zog um und wagte es nie wieder ins Deep Web abzutauchen. An die Frau, die letzte Nacht in der Bar meine Körpersprache verstanden hat. Vielen Dank. Du konntest nicht genau wissen, was los war. Vielleicht war der Typ, der mir gegenüber so aggressiv war, mein Freund, mit dem ich mich gestritten hatte. Vielleicht hattest du Angst, dich in die Angelegenheiten anderer einzumischen. Doch du hast meine nervöse, eingeschüchterte Körpersprache verstanden und reagiert. Überall waren weitere Pärchen und Gruppen von Leuten, doch nur du, ein anderes Mädchen, hast ganz allein meine Lage erkannt und gehandelt. Wir hatten Augenkontakt. Ich drehte meinen Körper weg von den Händen des Mannes und bat dich mit meinen Blicken um Hilfe. Der Blick, den du mir zurückwarfst, war mehr als deutlich. Du hast genau verstanden, was mit mir passierte. Du hast es wahrscheinlich selbst schon einmal durchmachen müssen. Ich konnte sehen, wie du herüberkamst und mich unauffällig begrüßt hast. Hey Mädels, es ist schon ewig her. Der Arm, den du mir anbotest, war meine Rettung. Du hast mich umarmt. Diese Art von Berührung hat sich ganz anders angefühlt als die Hand des Mannes an meinem Knie. Du hast gequietscht, so als wären wir die besten Freunde, die sich ewig nicht gesehen haben. Ich fragte, was du hier machst. Ich erinnere mich an das Ziehen in meinem Bauch, als du sagtest, du würdest deinen Master in Meeresbiologie feiern. Vor einiger Zeit, lange bevor Rob und ich begonnen hatten, dieses Ding in dreckigen Bars durchzuziehen, wäre ich auch gerne Meeresbiologin geworden. Naja, das ist schon wirklich eine Ewigkeit her. Oh mein Gott! Meinen Glückwunsch! Rief ich dir zu, bevor ich fragte, ob du tanzen wollen würdest. Natürlich! Hast du geantwortet. In demselben aufgeregten Ton wie ich. Während wir uns zur Tanzfläche aufmachten, dachte ich lange darüber nach, ob ich Rob das Signal geben sollte. Dein Interesse an Meeresbiologie hat bei mir für Schuldgefühle gesorgt. Doch dann sah ich es als ein Zeichen, dass du genau mein Typ sein würdest. Du würdest wunderbar schmecken. Und nur Gott weiß, wie hungrig ich war. Wir begannen also zu tanzen und ließen Rob am Tisch zurück. Er ging davon und tat, als hätte er einen Korb bekommen. Niemand hat gesehen, wie er an deinem Platz vorbeiging. Niemand hat gesehen, wie er die Flüssigkeit in dein Glas kippte. Nun ja, an die Frau, die letzte Nacht in der Bar meine Körpersprache verstanden hat. Danke, dass du so leichtgläubig warst.